Willkommen in der Frische Kloß. Wir wollen wieder über Gulven reden. So, wir haben noch dreimal über die Ursache, auf was die Gulven sind, hier reden. So, und jetzt das vierte Mal, und von der wollen wir uns von einer Gulven beschaffen im Neuen Testament, von den acht Tieren, die wir im Neuen Testament finden sind. Und ich glaube, das hat eine sehr wichtige Bedeutung, wenn Jesus sagt, hei Jefte, oder hei Gulfte Gulven, wenn sie in den Himmel fordert. Aber dann, wenn der Heilige Geist kommt, dann braucht er jesliche Gaben mit für uns Menschen. Und dass wir jeslich verstehen können und unterscheiden können von den Unterschieden können. So, wenn der Apostel und die Jünger, die ersten Jünger nur Jesus werden, wenn die mit den Gaben leben und an dort leben, das ist für uns dieselbe Bedeutung und für uns dieselbe Begehrlichkeit, als was dort tun wir. So, und wir waren uns von einer Gruppe von der beschaffen, und von der Apostelgruppe. So, Jesus hat 12 Apostel, die er sich beraubt, persönlich. Und dann sagt dort in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 28, dort Heisa, dort 1. Apostel. Ich werde den Vers mal lesen. Und die Gemeinde hat Gott dort 1. Apostel und gesagt, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderwerker, dann Söhne, die die Gaben haben, zu heilen, Helfer, Verwalter und Söhne, die in verschiedenen Sprachen reden. So, hier in 1. Korinther waren verschiedene Sachen abgenannt. Und in Epheser, du sind die 5 Lehrerschaftsgaben, wo wir von reden. Und du war wie Luther nach Dollar ab Einzelheiten angehen, aber von der waren wir uns mal die Gaben von Apostel beschaffen. Und wahrscheinlich denken wir so, dass Jeff dort von dir auch nicht mehr, dass bloß zu Jesus seine Tätig war. So, da war ich eine Frau. Und in Epheser Kapitel 5, Vers 12, 13 und 14, ja, da sagst du, dass Jeff uns die Ursache für was die Gaben du sind. Und die sind dort du, dem Allgott seine Kinder, dem Christen deins Reiter mehr. So, hier wie Jesus sein Leben. Die war 30 Jahre alt, aber die sind deins Anfang, die deins 3 Jahre, die starb, war begrüßt, die stand ab. Dann werde ich hier nach 40 Jahren auf dieser Erde mit seinen Jüngern taub. Und dann fuhr er in den Himmel und nur dann am 50. Tag, nur die Aberstunung, so wie der Pfingsttag, so dann kam der Heilige Geist. Und das sind so wichtige Ereignisse für uns. Und diese 95, die ich hier anstelle, das sind 95 Jahre von hier, von hier. Du starf der letzte Apostel. Apostel Johannes starf du. So, wir haben diese Ereignisse, die wir haben, die sind sehr wichtig. Und wenn du sagst, dass du zum All Gott seine Kinder abbühen, wenn es wird, wird wir dann glauben, dass du bloß bei dir wir. Erst einmal einmal die Ursache dafür, für du wieder. Was von dem, dort wir als Christen fährten, so schwach, so miserablich, so depressiv und so keine Identität haben, aus was wir haben, wahrscheinlich auf der Ursache dafür. Und diese 300 hier, die Kirche wird katholisch. So hier, der Konstantin hat jetzt das Christentum Freiheit, aber du hast das Himmel, wieder zu frei, was das Christentum aus Bad Dur. Aber du fängst dort an. Konstantin, wie entscheidend, hat jetzt das frei und sagt er, hey, weil am liebsten, dass alle Menschen sagen, Christen sind. Und dann habe ich Frieden und dann habe ich nicht mehr diesen Streit und so weiter. Und da gibt es verschiedene Sachen in der Geschichte, die drehen das Christentum sozusagen ganz an. Und heute zum Beispiel sind es Soldaten, ich sage, ich wie heute viele Soldaten unersicht. Heute schickt der einen Brief und sagt, so, meine Soldaten sind nicht alle hier tot. Was die glauben oder nicht glauben, du gehst nicht am Raum. Was die Jesus euch genommen hat oder nicht, dort seht ihr nicht. Bloß, okay, ich wüsste, ob dort Menschen sich am Glauben deuten, und dann heute der die Taufe. Nächste Ding, was der deutet, der Bild 2. Dort hat Batan zweimal große Gebiete gegeben, wo die Menschen können taub kommen, zum Gottesdienst, zum Gemeinschaft haben. Der Tempel wird von der Universität nach Jerusalem und du deuten die erste Jünger dort. Aber Lothar, der Bild zweimal ein Gebiet, was hier, weil sie kommen in den Hiesertop. Die Gemeinschaft, die wir tüßen, im Haus, wo immer, in einem Schattenbaum, irgendwo.
Aber hier sind Kinder das erste Mal, dass das kann ich Leute Gebiete bauen, so hier können die Christen taub kommen. Und hier war das sozusagen das Christentum ganz katholisch. Na, da wären von vorher wären noch viele Sachen, wo du anspielen, wo du anfangen, wo das katholisch war, aber du ging doch ganz eben im Katholischen. Und dann hier, 15, 17, so weit wie von der Geschichte, du eine Erwartung gibst, der ich Martin Luther. Und du sei wie dankbar für, aber wir haben uns danach die Frau fragen, wenn Gott sagt, oder wenn die Bibel sagt, dass er auf die Gaben gegeben hat, dem seinen Tempel abbühen, dem seinen Kinder, reut mir für den Christendienst, welches Wort wird dann sein, dort er nicht hat. Und wir wollen uns von den Dingen bekehren, oder Sachen bekehren, wo ein Apostel ist. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, wenn ich nur ein Apostel gehe und der für mich betet, dann ist mein Gebet eier erhört. Und dort wollte ich sagen, das ist nicht so. Weil der Herr Jesus wohnt an mir, Jesus ist mit mir, so mein Gebet wird zu aller Zeit erhört. So du brauchst kein Mensch sein, damit mein Gebet böse erhört wird. Wir haben in Lukas 22, 29, weil wir einen falsch lesen. Und wenn ich den los von der, der staubt mich mehr vom Stuhl rauf, der falsch. Und du sagst das so. Und so ist mein Vater ein Kennenreg, ab mir je mehr kauft, so merke ich ein abgehend. Und andere Eva sagt und sagen, so ist mein Vater mir das gegeben hat, so gebe ich gehend dort, sagt Jesus du. So sagt er im Hürdit, und auch in Englisch. So, erstens, die Person, die der Apostel gegeben hat, hat weit, was er von ihm abgegeben hat. Er weit, wer er ist in Christus wills. Er hat Gott sein Wort, er hat den Heiligen Jesus, er kann dort wohnen, er weiß dort, wo dort eben am sagt, und er versteht seine Arbeit hier auf dieser Welt. Und ein von den Dingen ist, da wird Jesus am gegeben hat, da wird er wieder ausführen. Weil Gott der Vater gab Jesus, der Tschernichrich, Jesus gab seine Jünger dort, so, weil er war der drehende Geschichte. Nein, gut, wenn er bloß bei dir, bei 94, bei Johannes, der letzte Apostel, starb, wenn er bloß bei dir jährlich wird, dann wie wir wahrscheinlich von der Ola und ihrem Fluch und wir hatten Jesus wahrscheinlich nach ihm und Schaden gelebt. Weil die Gaben sind dort durch, um Gott sein Recht auf dieser Welt zu bauen. Weil wir trägen, in 1. Mose, du gibst Gott den Menschen die Herrschaft über diese Welt, über rein alles, was auf dieser Welt ist, sagt er. Gut, herrscht, bebüht und schafft. Aber wir Menschen, wir messen das alle ab. Und dann Jesus kam, am dort war er dritte Stahl, am dort war er härte Stahl, dann dort war er dort selbst. Die Eva jaft, dort waren nur seine Menschen. Nur die Jesus euch genommen haben, was seine Kinder sind, die Eva jaft, dort waren, sein Reich, seine Herrschaft auf dieser Welt zu bauen. Und dort nicht, weil die Person läuft und sagt, ich sehe einen Apostel, ich kann tun, was ich will, sondern nur unerdät sich 100% Gott. Und das nächste interessante Ding ist von so einer Person, die ist nicht abhängig von was Menschen da am sein. Die wird nicht hier schauen und fragen, hey du, was läufst du, was soll ich tun? Nein, auf das klar, Gott hat einen beraten, er hat das gehört, er hat das verstanden, er läuft dort, da in sein Wort und er geht und dort dort. Was Gott ihm anbefohlen hat. Kost, was immer dort kost, aber er geht und geht dort, was Gott ihm anbefohlen hat. So, da waren wir nun nächsten Vers gehen, dort Matthäus 28, Vers 20, wir wollen ihn gleich lesen, aber du sagst Jesus dort, wir sollen in der ganzen Welt gehen, in aller Wege das Evangelium predigen. Das ist ein sehr wichtiger Abruf, das ist ein sehr wichtiger Ding, aber wir sollen nicht eine halbe Arbeit tun. Wir sollen eine ganz vor dir arbeiten. Wenn Jesus kommt, der mit einer ganz vor dir Arbeit, und dort ist ein von den Aposteln seine Arbeiten, eine ganz vor dir Arbeit mehr. Nächste Ding, was ich könnte erklären, weil der Hocks hier, was hier ist, wird ein Altstein. Und zu der Zeit, zu jener Zeit, wenn die Böden, dann haben die einen großen Stein, die können ein paar Meter breit und feier sein, ein paar Meter lang, wo die wie immer ein bisschen länger aus. Feier konnte ich gerade. Aber das wird der ganz erste Stein, wo der Hahn lädt zum Bühr. Und von hier aus war der ganze Bühr gemäht. Von hier aus ging das ganz gleich diese Richtung, das ging
Legiana Richtung am dort dort Winkel läuft und von hier aus ging dort dort eine Hecht am dort dort am dort dort ein Krakjat und vorgeht die Bijef. So, der ist Jesus. Die Bibel merkt uns auch klar, Jesus ist der Eckstein, der erste. Und die andere Sache ist, die Bibel liet so ja klar, dass wir, besonders den Apostel sind, abgehoben ist, der Bild hier oben. Und wenn wir Paulus sein Leben betrachten, seine Brief lesen, dann fangen wir das einmal wahr an Paulus, auch an Petrus, dass die mir eine ganze Sache, das Grund, dass er was, dort, wo du gebüht wirst, du wirst 100% auf diesem Grund gebüht sein. So, und das ist so wichtig, dass du wie die Menschen haben und dass die den Menschen lehren, dass, hey, das ist der Grund. Der Grund ist Jesus. Der Grund ist, dass ein Stein und hier wird oben gebüht und von hier reicht wie uns, die wir hier noch gebüht sind, wir reichen uns nur diesen Stein. Wenn es von dort geht, geht die ganze Bü. Und das ist so wichtig, dass wir dort down. Und da wir ab dort hören, was die Bibel uns lehrt. Aber noch ein Vers lesen, das sind Römer 15, wo diese Person, wo der Gott, was Apostel hat, was er versteht, und er regiert, oder was er versteht, und er Gott sein Königreich bühen auf dieser Welt. Römer 15, 29. Paulus sagt, und ich weiß, wenn ich heimkomme, bringe ich Christus seinen Segen und volle Mut mit. So. Paulus ist eine Person, die will viel gereist, will viel evangelisiert, viel gelehrt. Aber dann sagt er, wenn ich heimkomme, schreibt er nur die Römer, wenn ich heimkomme, ich bringe Christus seinen vollen Segen mit und volle Mut. So, wo hört sich dort? Wir können leben, aber das wäre ein Gepäck. No, weißt du was? Der wird sich sicher. Der wird sich sicher, in was er zu tun hat und wer er wir. Erstens, er hat sicher, wer er wir. Wenn ich so eine Träge gekriegt habe, ob da, was er getan hat, er wie ein Mörder, er wie ein Dauermärker. Wenn ich so die erste Zweig hat, er schrecklich verfolgt, sagt er. So soll er, was er kann. Und er gibt den Unerschrift, für wann Menschen dort gemerkt werden. Dort fangen wir besonders bei Stephanus. So, wenn Paulus hat bloß drei gekriegt, ob da, was er getan hat, dann hat er leicht und anmutig geworden. Aber no, er gekriegt, ob dort, was Jesus hat getan hat, wer er wie an Jesus. Und er hat dort verstanden, wo dort wir, wenn Jesus arm, nur abgehen wie je vor. So, und dann sagt er, wenn ich heimkomme, bringe ich Christus seinen Segen und vollen Mut mit. So, und dort, das ist die Aufsicht, oder das ist ein von den Dingen, die ein Apostel lehrt. Wenn die fort nur eine Kirche besiegen, oder die fort predigen, oder die fort eine frische Kirche gründen, das ist ein von den Motivationen. Er kommt da hin, er kommt an Jesus in vollen Segen da hin. Er kommt nicht bloß nach, ich weiß nicht, nein, was wird hier, was soll ich anfangen, was soll ich überhaupt sein, oder mit mir ist hier nicht. No. Der weiß, was er zu tun hat, und der weiß, was er zu geben und zu beiden hat. Und dann Galater, wenn wir den Galaterbrief lesen, das sind mehrere Sachen, wo Paulus dort, und wir wurden von der ziemlich grau checken, glaube ich, wenn uns ehrlich wäre, so wurde zum Beispiel Petrus. Petrus hat uns gründlich dargeholt von Paulus, wenn es Petrus heichelt. Aber wir wollen uns Galater 2, Vers 4 und 5 lesen. Das waren ein paar sehr wichtige Dinge, die ein Apostel tat. In Vers 4 wollte ich mal lesen. Aber die falschen Brüder, die sich geheim nennengeschlägt haben, unsere Freiheit in Christus überspionieren, und die uns waren, um gesagt zu Sklaven waren, für die haben wir ab Tönen war ich nur gegeben, dort die Wahrheit im Evangelium verjüngt stehen blieben wird. Wird, sagt er hier. So, was das ist, wenn du zum Beispiel auf eine frische Kirche gegründet in der nächsten Stadt oder wo immer dort ist, was das ist, das ist du nur. Okay, ich bin hierher gekommen, ich habe die Menschen dort reden und das freie Evangelium gepredigt und an Jesus habe ich vergeben, an Jesus habe ich alles. Der Jesus in Tod und Aberstehen habe ich versäumt mit Gott. Und wenn du dann Menschen kommen und sagen, hey, jemand noch dort gesagt soll, oder jemand noch dort, dann steht er aber sehr schön ab und sagt, no, nicht, sonst habe ich nicht. Hier ist die Grenze, hier ist der Tön. Und was er in Vers 4 sagt,
Von der habe ich ab keine Weih nur gegeben, dort die Wahrheit im Evangelium verjüngstungen bleiben wird. Sondern dort so leicht, dort du fangst ohne Zeug an, und bei Galater 3 und Feier lesen, dann erst dort für eine Universität, und dann am Stützchen wieder, am 15 Jahr wieder, dann, weil wir waren im Fleisch zurückbühren. Mit uns Fleisch und mit uns eh nicht wollten, weil wir dann waren zurückbühren. Paulus sagt, no, schaff nicht. Dort, wir tun dort, aber Zeug wird gebüht, an dem, da wir die Wahrheit verstehen, wir haben die Wahrheit im Evangelium verstehen, eingenommen, und dort bleibt für uns stehen. Und dort sind Apostel in der Abbruch. Ich stehe dafür ein und sage, hier ist vor dich, hier ist der Tau, aber hier ist, wenn wir sind frei gekauft von Jesus, und wir sind frei, dass ich da was hier tun habe. Eine andere welche denken wir, wenn Paulus abreisen wir, zum Beispiel Titus oder Timotheus, dann sagt er zum Beispiel, Herr, Titus in Kret geloten, aber Insel, dann sagt er, ich habe die geloten, um dort du so lehrst und so. Na, wir waren gleich checken, ob dort Titus da unser, wir waren ab dort checken, was Paulus sieht, was Jana da unser. So Paulus hat er über sich, hat er gecheckt dort, was Jana da unser, und er hat im Black dort keine Jana check. Du und Kret, der soll gesinnt sein, wenn sich diesen Jungen eingestellt, der soll da unser Lehrer schon sein. So Paulus, wie der Lehrer, der war seiner von dort, er war nicht Herr über dort, sondern er war seiner von dort. Und wenn es dort wie der Erste steht, wo er gereist wie und hat gepredigt, du auf der Insel, so haben wir wichtig, dort die Menschen, Galater 2, dort das Evangelium von denen wird stehen bleiben. Dort sind nicht von der oder Mann oder Ewermann, eins ein anderes Evangelium hat, wenn es dort sagt, der Galater, wenn eins ein anderer käme, und wo ein anderes Evangelium bringt, da wo die Jiren annehmen, sagt er. Dann sagt er, no, wir haben dort einen, und dort ist Jesus Christus, der ist gestorben, der ist abgestorben für uns. Und dort ist da, wir uns eine Hoffnung geben. Und wenn wir von Lehrerschaft reden, andere welche denken, wenn Apostel seine Gabe ist, wo der Abhand zielt ist, dort eine riepe Lehrerschaft geben, eine Kirche. In einem anderen Video sage ich, heu ist die Kirchenlehrer. Ein Apostel ist die Kirchenlehrer. So, und hier eine Frau für uns. Eine welche Frau? Wir haben Mess einmal in Hort. Haben wir als Lehrer für die Kirche. Und die Bibel, in Neufelser noch, ist die Fünfte. So, wenn der Name in der Bibel vorkommt, das erste Apostel, dann ist Prophet, Evangelist, Hort und Lehrer, so jetzt der Vierte. So, und so ist der Dufer kommt dazu auch wichtig, weil der Erste ist der Lehrer. So ist dort, so wie dort in das griechische und hebräische Denken bin. Okay, wenn mein Name, das Erste abgewählt wird und dann Jan sein Name, dann bedeutet dort in der Kultur ganz klar dort, ich sehe den Lehrer. So, und dort, wenn wir das hier lesen, wir haben zwei Vers. Epheser 5, Vers 11, 1. Korinther 12, 28, und du sagst, dass Bedmund, er hat erst Apostel angesagt, und das ist sehr wichtig. Dort, der Apostel ist der Lehrer für die Kirche. Na, ich habe hier eh schon von dir geredet, dort, das Eichstein hier, dort ist Jesus. Und was die Person, der Apostel ist, der Büt hier oben, habe ich mir gesagt, dort, dass das ein Grund ist, so, heute ist der Lehrer, wo das Gebet, mal sollte sein, das jässliche Gebet, die jässliche Gruppe Menschen, wo er nur sitzt, dort die waren auf diesem Grund Gebet sind. Die hat eine sehr wichtige Arbeit, und heute sitzt er immer nur dort, dort du was wert sind, jässlich, und dort die Menschen, oder dort die, warum sagen, dort Schub, wenn dort ein Schlamms hat, heute war dort besorgt. Dort stehen sie in der Arbeit, aber heute ist nicht der Lehrer von dem Gebet. Der Lehrer von dem Gebet ist der Apostel. Und das ist ein Denkwort, der hier Geschichte, wo wir Geschichte checken und studieren, und eben die meisten Menschen von dir sagen, no, der jaft das von dir nicht, dann ist das Leute, die Ursache dafür, dass wir so viel Schwache und Schwachen haben, wo die Sendung findet, und dann einmal dann stoff das öd, und so eine Frische, und das stoff öd. Und ich glaube, die Ursache davon ist, dass du erst nicht eine starke Lehrer schaffen, wo du sagst, wo du wollt, so ist Paulus das wirst. Der hat Gott mir abgegeben. Hier gehe ich verlängern, der hat gesagt, was ich tun soll, und du gehe ich verlängern. Ich frage nicht Menschen, ist das okay, wenn ich das tue, ist das nicht okay, sondern heute, und er hat das verstanden.
Gott hat gesagt, und ich sie gehorsam. Dort auch. Wenn Jesus sagt in Johannes 5, dass der Vater mir geschickt hat, so schicke ich ihn. Aber heute sagt er, ich sehe den Vater gehorsam. Ich sehe ihn hier dort, wo der Vater mir gesagt hat, und dort auch. Und das ist ein von den Dingen, was den Apostel wichtig ist. Dass er hört und er sieht, was Gott von ihm will, und dort tut er. Ohne zu fragen und ohne Umstände, was die Menschen sagen oder nicht sagen. Ob die Menschen nicht mutig sind oder nicht mutig sind, sondern er weiß, dass Gott hat mir ein Ding abgegeben und dort habe ich zu ihr gehört. Und dort ist so, wenn wir von der Lehrerschaft reden, der Apostel ist eine Person, die du noch kriegst, die eine riebe Lehrerschaft ist, ich glaube, das ist ein so wichtiges Ding in der Kirche. Dort, hei als Lehrer, dort mein Gott, hei alles weit, sondern hei weit auf das, ich sehe gewählt, den Ding, und ich kriege du nur, dort der andere Person, wo du warst, ein Omp, Han, und ich kriege Kleidung vor das, Sinderschullehrer oder was immer das. Dort ist, was wir in der Apostelgeschichte finden. Menschen von Weisheit und von Heiligen Jesus. Dort wie eine Bedingung in einer Apostelgeschichte. Dort wird die Person wichtig. Also, okay, wie stellen Menschen ohne eine Kirche? Na, dann ist das die Bedingung dafür. Voll Weisheit und voll Heiligen Jesus. Um die Arbeit zu tun. Kleidung wurde das aus, was immer, dort eine Kirche zu tun ist. Also, dort eine Riepe, eine Weise Lehrerschaft ist. Wir haben immer zu wissen. Wir bleiben immer dabei, beim Wissen, beim Teilnehmen. Aber danach, dort sind Bedingungen dafür.